Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie Excel auf Apple Vision Pro verwenden. Sehen Sie sich das Video daher unbedingt bis zum Ende an und befolgen Sie diese Schritte. Im Grunde verfügt Microsoft über eine Produktivitäts-App, nämlich das M. Im Grunde, um sie herunterzuladen und die Welt und Excel PowerPoints und auch die Teams auf dem Apple Vision Pro zu installieren, müssen Sie nur sicherstellen, dass Sie bereits Microsoft entweder persönliche oder geschäftliche Abonnement haben, also im Grunde. Klicken Sie einfach auf Jetzt entsperren und erstellen Sie Ihr eigenes Konto. Und dann müssen Sie vom Apple Vision Pro aus nur zum App Store gehen. Dies ist im Wesentlichen Ihrer Sicht mit Apple Vision Pro. Und im Grunde müssen Sie nur auf den App Store klicken und dann nach dem Microsoft suchen. Word oder Excel oder Teams. Oder Sie geben einfach M365 ein. Und natürlich müssen wir nur auf die Anwendung oder das Tor tippen. Sie geben Ihre Apple-ID oder Ihre Apple-Anmeldeinformationen und im Grunde haben Sie Ihre App, die nach dem Herunterladen installiert und gestartet wird. Dann müssen Sie sich nur noch bei Ihrem Microsoft oder im Wesentlichen verfügen Sie also über PowerPoint, Excel, Word, Publisher, Zoom und andere Anwendungen. Die Nutzung von Excel ähnelt grundsätzlich der Desktop-App USF. Es ist nur die Steuerung, die sich ändern wird, da Sie nicht wie eine Maus haben, sondern wie wenn Sie Ihre Hände benutzen. Sie haben also diese Navigationsleisten und dieses ähnliche Fenster und können dann anfangen, Objekte zu verschieben und mit der visuellen Requisite zu machen, was Sie möchten. So können Sie es im Grunde machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.